halten dagegen, kommen jetzt auf der Innenbahn auf 3. Mirko Langel, die 80 PS-Klasse gegen die härteste Klasse. Johann Stoltenburg auf 1, die Blue Tanks immer noch auf der 2. Position, die 10. Witzer Flitzer auf 3, Team Engelswacht mit Erik nur auf der 4. Position, da kommt wohl noch was in der Kurve von ihm, oder? B.O.D. Racing, weiter vorne, auf der 2. Position, immer noch die Blue Tanks auf 3, die 134, die Andreas, Aber die Blue Tanks lassen einfach nicht locker. Wir gehen in die letzte Runde. Sie gehen die Geschwindigkeit mit. Immer noch auf der 2. Position unter dem der Ronny Schröder. Jetzt versucht er es noch einmal auf den Bahn. Wir sind schon in der letzten Runde unterwegs. Erik ist immer noch auf Position 3. Mirko Lange von den 10. Witzer Flitzer hat etwas abgeschlagen. Unterwegs gibt es da jetzt noch einen Angriff von den Hotels in der letzten Kurve. P&E Racing weiter vorne. P&E Racing holt sich den Sieg vor. Den Blue Tanks auf der 2. Position über die Ziellinie. Der 3. Platz geht an das Team Engelswacht. Der geht an den Erik. Platz mit der 117.